Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, wir sind gerade, sagen wir mal so, in einem Eroberungsfeldzug unterwegs. Das kann man so bezeichnen, würde ich mal sagen. Und wollen halt hier jetzt die komplette Wüste mal befreien. Das Erste. Bevor wir dann vielleicht irgendwann jedem in den Rücken fallen. Vielleicht. Sehen wir auf jeden Fall am Ende irgendwann noch. Wird noch einige Folgen dauern. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich brauchen werde. Bis ich das Let's Play hier beendet habe, sagen wir so. Bis ich Xardas gefunden habe. Ich weiß schon zumindest ungefähr, wo der sein könnte. Eigentlich schon seit längerem. Ich hatte den Verdacht gehabt, wo der sein könnte. So, deine 400 Punkte, die nehme ich mit. So, und wir schnabulieren mal ein bisschen Fleisch. So. Ja, komm. Da hinten haben wir schon Benzala. Hier müsste soweit eigentlich alles frei sein, außer da oben, glaube ich, ein Totenbeschwörerpriester. Irgendwie sowas. Ich glaube, den hatten wir noch nicht. Ah, es ruckelt. Immer dieses Ruckeln. So, ich speichere hier aber auch noch einmal, weil ich jetzt nicht weiß, ob die vom Namen her jetzt auch alle rot sind oder noch im grünen Bereich, weil ich die alle eigentlich gerettet habe. Vor den Untoten. Ne, die sind jetzt alle Feinde. Okay, hier steckt ein bisschen fest. Muss ich hier hingehen? Ich schick dich zu Beljar. Okay, der hat mich jetzt aufgespießt. So. Mach schon! Einen Moment, ich muss eben ganz kurz hier hin. Bisschen Abstand gewinnen. Kleines bisschen Abstand. Vielleicht hier hoch einmal ganz kurz. Damit ich hier einen Heilplan gönnen kann. So. So. Komm. Leute, es gibt einen Kampf. So, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Na super. Mach schon. So, Daro, du jetzt auch. Komm. Mach schon. So, jetzt brauche ich wieder einen Heilplan. So, nehmen wir alles mit.
Okay, die drei kommen jetzt auch noch. Jo! Das war jetzt ein bisschen viel. Okay, ich brauche noch ein bisschen mehr Leben. Nein? Okay. Die bleiben da aber stehen und Leben ist wieder voll. So, die nächste. Befreie Benzala. Perfekt. Hey, Julio. Ja, dann geh. So, hier dürfte jetzt nichts mehr rumliegen, oder? So. Wo ist denn Julio hin? Rennt er hier noch irgendwo? Da. So, die Erfahrungspunkte wollte ich mir nicht entgehen lassen, ja? Was hat er da? Benzala-Teleportstein wahrscheinlich hier. Ja, jetzt haben wir den auch zweimal. Was haben wir da? Eine Münze. Hier auch nochmal eine. So, den looten wir auch nochmal. Schmuck. Miguel. Du hast uns den Sieg gebracht. Ja, dein Reis nehme ich mit und dein Wein auch. Wer einer beschwert sich hier? Ruckel? So, Pfeife, Gold, Flasche, Fläschchen. Da oben ist auch noch was. Das kann ich aber nicht mitnehmen, okay. So, apropos, warte mal, noch mal kurz am Schleifstein gucken. Kann ich noch mal irgendwas schleifen? Das bringt nichts. So nicht. Nein. So nicht. Das bringt nichts. So nicht. So nicht. Also so. Nein. Aber erstmal wieder alles befreit hier. Schön. So lobt sich das, finde ich. So. Brot, Brot, Brot. Okay, will ich nicht. Hier Gold. So, Goldpokal. Hier haben wir nochmal einen Krug. Und ich sehe da... Also, Reis habe ich schon. Okay. Kann ich hier noch mal was machen? Noch einen Heiltrank oder sowas? So, hier noch mal eine Truhe. So, und noch eine Metalltruhe. Perfekt. Ich brauche einen Dietrich. Ich brauche einen Dietrich. Ich habe keine Dietriche mehr, was? Ich brauche einen Dietrich. Ich habe keine Dietriche mehr. Wie konnte das denn bitte passieren?
Dietrich. Ich brauche einen Dietrich. Nein. Frau Dietrich hier. Egal, ich speichere das jetzt. Jetzt haben wir das ja auch befreit. Und... komm, ich esse mal. Ein bisschen was, so. Einmal gefuttert. So, Bananen nehmen wir mit. Oh, hier gibt es Wein und Brot und Bananen. Bitte sind da Dietrich hier drin, ne? Ein Dietrich. Ein Dietrich ist schon mal besser als gar keins. Und ich hoffe, wir finden da noch eine Truhe mit noch mehr Dietrichen. Den hatten wir schon. Stabile Metalltruhe, bitte haben Dietrich. Leider nicht. So, Miguel? Wir können später noch reden. Ja, gut, dann nicht. Komme ich da ran? Speer. Und Schmiedehammer. Ja gut, ich speichere noch einmal. Dann haben wir halt jetzt keinen Dietrich dafür. So, und... nächster Ort, nächstes Ziel wäre Bakarash, würde ich sagen, würde ich behaupten. Das wird ein bisschen schwieriger sein, dann Bakarash zu befreien. Weil das ein bisschen größer ist, sagen wir mal, die Ortschaft. So, wo sind schon hier die Leutchen? Noch einmal kurz speichern. Genau, Benito, die sind alle schon böse auf mich. So. Kann sein, dass sie wahrscheinlich auch alle hierher kommen. Du musst auch treffen, ja? So, und du noch? Heiltrank. Wir werden viele Heiltränke brauchen, gehe ich mal von aus. Mit dem Speer? Alle schon gelootet? Von denen? Okay. Das heißt, hier speichere ich. Die sind ja alle irgendwie versuchen, einen Weg zu mir zu finden. Das verrät mir die Musik. Kann sein, dass sie auch von hinten da kommen. Gehe ich mal von aus. Aber die suchen wahrscheinlich alle einen Weg zu mir. Das ist ein Ende. Silvio!
So. Nein, nicht die Bank. Das Assassinschwert und das Assassinschwert. Und Silvio jetzt. Ich speichere noch einmal. Okay, die Musik ist still, das heißt, die haben mich aus den Augen verloren. Gehe ich mal von aus. Finger weg von meinen Punkten. Beste Frage ist aus für Aldo. Immerhin habe ich noch einen Quest voll. So. Mach ich mal hier auch noch mal fertig. Komm her! Na du? Keine Ahnung, von wo du jetzt herkamst. Da kommt schon der Nächste. Da kommen sie schon alle. Da kommen sie schon alle. Jo, wo ist der Feuermagier? Ich könnte Hilfe vom Krokodok bekommen. Gebrauchen. So, zwei Magier, okay. So, schnell speichern, hatten wir da. Okay, die Magier, das wird schwieriger. Wenn ich die, vor allem, der hat auch einen Dämon beschworen. Okay, vielleicht gehe ich einfach direkt da hoch. Da wird wohl nichts passieren, gehe ich mal von aus, wenn ich hier rumgehe. Und dann muss ich mir hier eine Stelle suchen. Wo ich eher weniger ein Problem mitbekomme, gegen die alle zu kämpfen. Vielleicht muss ich die auf alle anlocken. Ne, da ist der erste Feuermagier. Okay. Yo. Wie viel Leben der schon einen abgezogen hat. Jetzt rennen. Ich muss eine Stelle finden, wo ich gegen die Magier hier kämpfen kann, ohne dass die mir zu viel Leben abziehen. Wo ich sozusagen halbwegs in Sicherheit bin. So. Alter, von hinten hat er mich so abgestochen. Unglaublich. Nein! Wieder von hinten. Alter. So. Nochmal Abstand. Ja, super. Vielleicht einmal so, dass die sich jetzt erstmal irgendwie
einen Weg suchen müssen, um zu mir zu kommen? Oder vielleicht komme ich da durch, ne? Da, da. Ja. Da, 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 da. Oh. Da, da. Okay, das wird hier doch ein bisschen schwieriger. Aber hier haben wir eine Stelle, wo wir in Sicherheit wären. Und uns jedes Mal aufladen können. Vielleicht hier auch einmal speichern, weil von hier aus können wir einen nach dem anderen erledigen. So. Da, 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 da. Muss ich vielleicht Pfeil und Bogen? Da, 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 da. So. Das ist ja Beschiss. So, nochmal kurz aufladen. Das wird wohl zumindest nicht so, wie ich das gerne. Hoppala. Nein. Drücke hier mal Leertaste zum Springen. Aktuell zumindest. Ich komme hier nicht hoch. Stecke ich hier jetzt fest? Da. 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 Ich suche mir mal einen anderen Weg. So. Da, da. Da, da. So, komm. Da, da. Da. Da, 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 da. So, schnell. Nein. Okay, das es kann funktionieren, wie ich das vorhabe, nur nicht so, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber es kann funktionieren. So, wir hatten aber zum Glück hier. Der Loot ist noch alles da. Ja, aber einmal hier rum. Bleib stehen, du Hund. Da, da, da. Ich muss nur rechtzeitig. Ich muss da nur rechtzeitig wieder von wegkommen. Um aufzuladen. So und so. Toll. Alter, genau jetzt wieder. So. Wenn die mit dieser Spießtechnik da kommen, ey. So, und noch einmal. Da, 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 da. Es sind aber auch zu viele auf einmal hier. Da, da. So, ersten haben wir jetzt wieder gekillt. Da, 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 da. So. Einmal wieder aufladen und Energy auch nochmal. Und essen. Weil mit leerer Energie kann man schlechter. Da, 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 da. Nein. Da. So. Vielleicht noch mal so was snacken. Sah sehr knusprig aus. Bleib stehen, du Hund. Ah!
Dahin kommt. Oh nein, oh nein. So, jetzt ist nur die Frage, wie machen wir. So. Ja, da habe ich jetzt ein kleines Problem. Ich speichere noch einmal. Weil wenn der Magier da kommt. Ja, wenn der Magier kommt. Ja, wenn der Magier kommt, zwei Schüsse, wir sind tot. Ich brauche da einen besseren Plan. Sobald der Magier da ist. Müssen wir vielleicht erst einmal wieder so machen? So, Carlos. Wieso treffe ich ihn nicht mehr? Was mit ihm? Okay, der trifft mich jetzt aber dafür wieder. Kann ich auch abwarten, bis die keine Magie haben? Keine Mana? Alter, wieso? Wie trifft er mich da durch? Jetzt stecke ich fest. So. Aber ernsthaft, wie? So, die kommen jetzt alle hier hin. Der hat einfach viel zu viel Energie, viel zu viel Mana. Warte mal. Wenn ich jetzt von hier. Wo ist denn der hin? Wer, der ist jetzt da vorne irgendwo. So. Machen wir lieber so. Erst einmal. Wenn die alle da hinten feststecken. Dann treffe ich auch irgendwann den Magier. Und hab den dann tot. Kann ich von hier auch? Von hier werde ich niemanden treffen. Vielleicht ein bisschen höher zielen.
kann hier niemanden mehr anvisieren, ne? So. Vielleicht weiche ich jetzt noch einmal. Jafar wird's, glaube ich. Oh. 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 Wieso ziehe ich nicht auf Jafar? Kampf um den Titel habe ich jetzt schon mal verkackt. Aber naja, dann ist es halt so. Jetzt stehst du im Weg, Assassine. Ich will Jafar. So, nochmal. Bisschen was für die Heilung machen. Ich treffe jetzt keinen von denen, ernsthaft? Ach so, Amul ist es, okay. Ja, jetzt heilt er sich, natürlich. Vielleicht noch einmal kurz heilen. So, und noch einmal. Beziehungsweise ich kann ja... Echt jetzt, das Betten, das ist manchmal echt beschissen. Habe ich hier vielleicht irgendwie einen Zauber oder sowas, was Feuerregen irgendwie in der Richtung macht? Grünstein des Rippers hatte ich, Grünstein des Varans. Was passiert, wenn ich sowas hier mal benutze? Oh! Yo, wie nice! Wir machen Schlachtblick. So. Das ist jetzt zwar ein bisschen hier alles ausnutzen, aber egal. Ist eine neue Strategie. Definitiv. So. Warum brennen die nicht mehr? Ah!
Es ist definitiv eine neue Strategie. So, einen Moment, vielleicht muss ich einmal hier einen Energy wieder trinken. Wie lange behalte ich das Flammenschwert jetzt? So, nochmal ein Energy. Sehe ich auf jeden Fall noch hier. Vor allem der ganze Loot ist jetzt schön hier an einer einzigen Stelle. So, ich kann hier einfach alles mitnehmen. Auf jeden Fall später ordentlich Geld geben. So. Ab. Einiges an Gold. Also, was wir hier jetzt kriegen können. So, hier auch noch alles mitnehmen. Raid. So, das speichere ich definitiv. So, da hatten wir schon den nächsten. So, ich habe aber Bock, nochmal den hier zu haben. Vor allem die kommen so gut wie gar nicht an mich ran. Ich kann die alle anzünden. Und bin ich hier größtenteils in Sicherheit. So. Vielleicht nochmal ein Energy gönnen. Den müssen wir auch noch erledigen. So, Aldo. Nice. So, Aldo müssen wir auch noch looten. Ich frage mich jetzt, wie viel noch übrig ist. Also hier liegen aber auf jeden Fall auch einiges an Pfeilen rum, die ich wahrscheinlich auch verschossen habe. Also ich zoome mal wieder ein bisschen rein.
So, Aschnu. Warte mal. So. So, Händler. Nein, nicht den Wasserfass. Ich wollte die Pfeile haben. Nicht das Wasserfass, die Pfeile. Pfeil. Und noch ein Pfeil. Aber das Schwert war von Feuer umgeben. Und Innos war mit ihm. Und Innos sprach zu Roba: Steig hinab von den Bergen und besiege meine Feinde. Oh, altes Wissen 100. Nein, nicht den Korb, den Pfeil, genau. So, ich frage mich, wie viele von denen jetzt eigentlich überlebt hatten. Und wohin die geflohen sind. Da liegen immer noch Schwerter. So, vor allem, wir können jetzt eigentlich hier alles looten. Ohne, dass uns irgendjemand hier böse auf die Finger guckt. Das Assassinschwert. Ich brauche einen Dietrich. Wenn wir Dietrich hier haben, können wir das machen. So, Flasche, Birne. Ah, Ruckel. Ich brauche einen Dietrich oder den richtigen Schlüssel. Okay, also irgendwo gibt es einen Charakter, der einen Schlüssel dafür hat. Oh, Dietrich. Ich hoffe, da gibt es jetzt wieder ein paar Dietriche mehr drinne. Bitte. Nein, leider nicht. Den hier hatten wir. Da gibt's Brot. Ich brauche einen Dietrich oder den richtigen Schlüssel. So, hier haben wir Schrein Belias. Schinken. Perfekt. Geld. Noch mehr Geld, noch eine Flasche. Perfekt. So, fehlte hier nicht noch irgendwie so eine Art Pokal oder so? Die wir für irgendwen auftreiben mussten, oder habe ich den jetzt gekillt? Ich brauche wieder mehr Dietriche. Bitte sei da ein Dietrich drinne. Nein, kein Dietrich. Pass auf dich auf! Jetzt gehört hier alles uns. Ja, genießt die Zeit, wo das alles euch gehört. Der Tag wird kommen, an dem das alles dann wieder mir gehört. Bis später. Jo, bis später. Kaktusblüte. Okay. So. Reis. Wein. Pass gut auf dich auf. Jetzt gehört hier alles uns. Ja, genieß die Zeit, wie gesagt. Oh, noch eine Pfanne, perfekt. Nein, nicht der Hocker. Schwarzen Rober, Reis.
warum muss hier mal alles verschlossen sein? Das ist wenigstens nicht verschlossen. Aber auch kein Dietrich. Mann! Ich brauche Dietriche. Oh, die Schatzkammer müsste eigentlich dann jetzt offen sein. Also, beziehungsweise... Nicht unbedingt... Also, die ist offen, nur... ich meine jetzt... Unbewacht. Ich speichere vielleicht noch einmal. Wo ging es noch hier hin, ne? Stellt sich jetzt nur folgende Frage. Du hast uns den Sieg gebracht. Wir können später noch reden. Jo, kein Thema, kein Problem. Ich will hier nur alles plündern, alles looten. Habe ich kein Dietrich für? Euer Wohlergehen ist mir eigentlich im Grunde egal. Ich will einfach nur alles, was ihr besitzt. Goldpokal. Ich brauche einen Dietrich. So, hier gibt es sonst, glaube ich, nichts. Okay, dann... Ne, hier war nicht die Tür, der Durchgang. Aber hier. Unten war die Schatzkammer. So, Schmuck. Viel Gold, Goldpokal. Noch ein Goldpokal. Ich würde die Dinge auch alle eigentlich mitnehmen, aber ich glaube, die sind zu groß. Die hätte ich gerne. Nochmal einschmelzen und dann eine Figur aus in meiner Form machen. So, Schmuck, viel Gold. Stabile Metall. Dietrich. Oder sowas hier. Finden wir hier vielleicht noch einen Blutkelch? So, nochmal viel Gold. Hier haben wir noch einen Schatz. So, Heiltrank, Gegengift. Ich brauche einen Dietrich. Ah. Immer das mit diesen Dietrichen. Kann ich keine Dietriche selber herstellen? So, dann gehen wir mal hier hoch. Gucken wir mal. Die Dietriche rumliegen. Wir fangen mal hier hinten an. Brauche ich einen Dietrich für. So, da haben wir Wasser. Brauche ich einen Dietrich für. Okay, bei der Menge Gold, die ich eigentlich habe, ich müsste wirklich mal jeden Händler abklappern und jeden von denen die Dietriche abziehen. So, noch einmal kurz speichern.
Und dann nochmal darüber. Was ich mich aber frage ist, was passiert, wenn man jeden einmal hintergangen hat? Also wenn man wirklich... Wo führt das eigentlich hin? Ich will wissen, was da oben gibt. So, und da ist die große Dings von Belia. Ich will keinen Ärger haben. Wir haben dir viel zu verdanken. Du solltest jetzt gehen. So, gibt's hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Dazu bin ich nicht bereit. Okay, hier könnte ich der erwählte Belias werden, oder wie jetzt? Gibt's dann irgendwie sowas auch für Adanos? Ist vielleicht in Vanguard oder sowas irgendwie, keine Ahnung. Wenn hier das für Belia ist und im Norden da beim Kloster das für Innos. Gibt's dann sowas auch für Adanos? Würde mich schon auf jeden Fall interessieren. Das würde ich gerne sehen. So, habe ich eigentlich... Ich habe wieder einen Stufenaufstieg, also Stufe 11. Könnte nochmal irgendwo in irgendwas investieren. Ich würde eigentlich das hier machen wollen. Oder das hier. So, aber ich würde sagen, sobald wir hier wieder draußen sind... Würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!